Dann lass uns ein Haus kaufen, sagst du, Tama? Und welches kaufen wir denn da? Wir haben zur Auswahl das Campinghaus, das verbrannte Haus. Wir haben fast der Garten selbst. Wir haben ein Haus nach einer Überschwemmung. Ein Haus eines Genießers haben wir. Das Haus mit ungebetenen Gästen. Und wir haben ein Haus vieler Generationen. Die Lichtergasse, ein Cyberpunk-Haus, wie es aussieht. Wir haben ein dekoriertes Haus, das Haus der Admin-Legende. Wir haben das Feierhaus, wir haben das Haus und Auto. Haus 404, wir haben ein Haus im Dickicht und wir haben das Schildkrötenhaus. Tatsächlich, so heißt es. Das Schneckenhaus noch nicht, aber das kommt vielleicht noch. Die man renovieren sollte, haben wir auch. Wir haben ein langweiliges Haus. Wir haben ein altes Hafenlager. Oh. Interessant. Wir haben eine Hackerloft, ein Haus, das etwas verbirgt. Wir haben Hucksters Haus und wir haben die Modelwohnung. Malerische Loft haben wir auch. Niedergebranntes Haus haben wir. In der man einziehen sollte, haben wir. Könnten wir kaufen. Ja, können wir uns alles leisten jetzt. Schlechter Effekt könnten wir. Einen Raum für Enhancements. Und ein Haus auf Stelzen. Aha. Das kommt mir auch so unbekannt vor. Wir haben eine Garage mit Bunker. Wir haben ein Haus mit einer wechselhaften Frau. Nein, von einer wechselhaften Frau. Ein altes Haus mit Bunker haben wir auch. Ein rosa Königreich. Das Haus einer wechselhaften Frau, hieß das nicht mal anders so vom Namen? War das nicht mal das Haus einer alten Jungfer oder irgendwie sowas? Gab's doch mal, oder irre ich mich da? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das mal gab. So, ein altes Haus mit Bunker hatten wir. Das rosa Königreich. Ein Bunker vom Onkel. Das 100-jährige Haus. Alter Klassiker. Wir haben das Haus des Buchhalters. Und wir haben ein nicht bewohntes Haus. Aha. Die Männerhöhle außerdem. Den Garten nach Hausbau. Familienhaus, blaues gemütliches Haus und lasst es schneien, könnten wir auch kaufen. Ein kleines Ziegelhaus, das ist aber ganz schön viel geworden hier. Wir haben ein Haus von Samartha Meyers und ein Haus eines jungen Ehepaares. Ja, aber das sind welche, die können wir uns sogar noch leisten. Eine gemütliche Zuflucht können wir uns kaufen. Allein zu Haus könnten wir uns nicht leisten. Okay, das Haus auf dem Mond können wir uns auch nicht leisten und die Burg auch nicht. Und eine Yacht mit Meeresblick ist auch zu teuer. Jenny of Stella, 27 auf Twitch. Hallo, schön, dass du reinschaust und einen schönen Feiertag wünsche ich dir auch, Jenny. Das Haus im Dickicht schlägst du vor, Tama? Das hört sich interessant an. Wo ist es? Da ist es. Ah, mit Garten. Okay, gar nicht so teuer. 74.648,15 €. Wenn jemand von einem Haus zwischen Bäumen träumt, ist dies das perfekte Angebot für ihn. Zu verkaufen ist ein renovierbedürftiges Haus auf einem abgelegenen Waldgrundstück. Nur zu empfehlen. Ja, eine Etage, 146,6 m² und Räume 3. Oder ist das eine 3 oder eine 9? Kann das jemand sehen? Eine 9, glaube ich. Ich rate mal, es ist eine 9. Ah, so sieht's aus. Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon? Nee, ich glaube, ich bin mir sicher, wir hatten das noch nicht. Ich glaube, dass ich mir sicher bin. Okay. Und das wollen wir also kaufen.
Jenny, vielen Dank. Einen schönen Feiertag wünschst du auch, danke. Ach so, das Schildkrötenhaus, schreibst du, Tama, ist aus Dragon Ball. Aha, es ist das Haus von Muten Roshi, dem Herr der Schildkröten. Ach was. Die anderen dürfen sich die anderen Zimmer aussuchen. Du nimmst das Schlafzimmer, schreibst du. Unsere Challenge? Es muss hässlich werden. Ach ja, richtig, genau. Das Haus im Dickicht, genau. Wer will? Okay, du hast ein neues Haus gekauft. Möchtest du jetzt dorthin gehen? Ja, klar. Gehen wir doch da mal gucken. Kann ich da auch mitmachen bei der Challenge? Das muss hässlich sein. Bei uns wird es ja alles pink. Wieder. Also rosa wahrscheinlich. Und Tama, du hast schon das Schlafzimmer angemeldet. Du möchtest das Schlafzimmer gerne machen. Richie, such dir ein Zimmer aus und gib uns eine Vorlage. Ja klar. Okay, ich bin der Streamer. Okay, ich suche ein Zimmer aus, vielleicht die Garage. Gehen wir erstmal durch. Ich werde noch nichts anfassen hier. Das ist gar nicht so einfach für mich. Wie groß ist das Haus denn? Das ist ja größer, als ich dachte hier. Da kann man sich ja echt verlaufen. Nicht schlecht. Okay, hier geht's wieder raus. Ja, echt cool, das Haus. Also, ein bisschen gruselig auch. Das ist das Schlafzimmer wahrscheinlich. Das ist mir egal. Wer anfängt, egal. Wer möchte, der kann anfangen. Und ich, sagst du, ich soll eins vorgeben. Einen Raum. Ja, was nehme ich denn da? Einen kleinen Raum, irgendwas? Das hier, ist das ein Bad? Da, ich komme hier nicht weg. Ich muss das mal wegwerfen, eben sonst bleibe ich da stecken für alle Zeit. Soll das denn auch irgendwer kaufen dann? Man könnte ja noch ein paar Wände einreißen hier und da, schreibst du, Tama? Ja, solange es keine tragenden Wände sind. Na, ich weiß auch nicht. Welches nehme ich denn jetzt? Das hier scheint mir das Schlafzimmer zu sein. Das wolltest du nehmen, Tama? Das scheint mir die Küche zu sein. Ach, dann nehme ich hier... Das ist aber hier auch irgendwie sowas wie ein Badezimmer. Oh, dann nehme ich was auch immer das hier ist. Das scheint mir hier so eine Vorratskammer zu sein, oder? Wenn da die Küche ist, könnte das hier doch gut so ein Abstellraum sein. Marcel Worms, du sagst, das ist im Spiel egal, was tragend ist und was nicht. Meinst du, das bleibt stehen? Nicht, dass es wie bei Conan Exiles ist, wenn man die tragende Wand rausnimmt, dann bricht alles zusammen bis zum Dach oben? Aha, Tama, du sagst auch, man kann alle Innenwände rausreißen, das Haus steht trotzdem. Okay. Ist nicht logisch. Na, wer weiß, was im zweiten Teil dann passiert. Da bricht dann vielleicht tatsächlich das ganze Haus zusammen. Okay, nein, schreibst du, Marcel Worms. Es bleibt also egal, was man rausreißt, es bleibt. Ja, dann entweder ich mache dieses kleine Zimmer hier. Das ist aber ganz schnell gemacht. Also verkauft kriegen sollten wir es schon. Ist das so die Voraussetzung? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, irgendwer wird's kaufen. Mit Verlust werden wir es ja wahrscheinlich nicht verkaufen, oder? Ich dachte, ich mache hier erstmal das Fenster. Oder sollen wir die Kakerlaken drin lassen, so? Ach so, das Fenster ist hier wohl von außen dreckig, schreibst du, Tama. Okay. Ja, Marcel Worms, du schreibst, das ist so gut hier. Da kann man die Räume neu einteilen. Ja, das macht mir auch Spaß. So neue Wände ziehen und ja, wir hatten ja, wo war das? Bei den Pets, bei den Haustieren, da hatten wir ja im Keller irgendwie ziemlich viele Wände. Naja, dann gehe ich erstmal raus und mache das Fenster klar. Ja? Ja, es wird kurz laut, aber auch nicht lauter als der Staubsauger gerade, merke ich. So. Ein sauberes Fenster, schon ist die Familie nach oben gerückt. Aber ich glaube, das wäre sowieso das richtige Haus für die Familie. Also ich habe bis jetzt keine bestimmte Vorliebe. Die sind alle von außen dreckig, okay. Ja, jetzt brauchen wir, was brauchen wir denn jetzt? Irgendwas Hässliches, ja? Für die Wände zum Beispiel oder für den Boden? Egal, Wände, Boden, alles. Tapete, hässlicher Pullover. Also der Preis spielt keine Musik. Oh, das ist doch gut hier. Du bist gleich zurück, Tama. Okay. Bis gleich. Ich fast schon wieder stecken geblieben. Gibt es die nicht in rosa, diese Wandfliesen? Das ist eine gute Herausforderung. Mit dem hässlichen Haus.
Ein bisschen zu viel gekauft, ha? Ich wollte eigentlich eine andere Farbe. Dezentes Lila. Ja, wo war das mit der Birne? Hier. Nein. Reife Birne. So. Ja, da muss aber noch ein bisschen mehr passieren. Vielleicht sollten wir was fließen. Die haben auch besonders hässliche Fliesen manchmal. Oh ja. Das wird aber ein teures Vergnügen, wenn wir das hier alles so durcheinander mixen. Ja, wenn man jetzt von jeder Sorte einfach nur einen Streifen dran macht, das ist ja auch nichts. Das ist ja... Nee, da finde ich nicht, dass es geht. Lila Wirbel. Ich glaube, da wäre das schon eher was, wenn man das ganze Zimmer hier in diesem roten Marmor macht oder in dem lila Wirbel oder so. Das wäre schon eher was, als wenn man jetzt so viele Sachen miteinander mixt. Das wird zwar auch nicht schön, aber das ist zu leicht. Ich habe gar nichts gemacht. Warum ändert sich denn bei den Käufern da irgendetwas? Nee, das ist das, was ich meine. Wenn man das einfach nur mixt, das ist zu leicht. Das kann... Das ist doch nicht schön. Ich weiß nicht, ob ich den Sinn der Aufgabe richtig verstanden habe. Das hässlichste Zimmer machen?
Oh. Raus geht, rein nicht. Schauen wir mal nach dem Boden. Eine riesige Auswahl. Auch da muss man sich aber erstmal auskennen. Na schön, ich habe ein paar gesehen. Tierschaumboden, Hupsi, oder rotierender Tierschaumboden, Hupsi. Schön. Vorhin habe ich so gedacht, so das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Und jetzt finde ich das gar nicht mehr, was ich nehmen wollte. Oh, das ist gut. Sehr schön. Wer war denn das? War nicht irgendjemand mal dabei, der immer eine Pralinenpackung mit ins Haus gelegt hat, bevor er es verkauft hat? Ja, finde ich auch. Wer war denn das nochmal mit den Pralinen? Irgendjemand hat das doch immer gemacht, oder? Warst du das nicht, Tama? Oh nein, Tama, du schreibst... Und Richie, es ist wunderschön. Oh nein, das soll doch eben nicht schön sein. Oh nein. Na, das hilft... Das hilft jetzt nicht gerade weiter. Da muss doch noch ein Bett rein oder so. Die große Pralinenschachtel findest du so ansprechend und da schreibst du Tama, würdest du dich direkt bedienen, weil man da so schön reingucken kann. Und nein, von dir ist das nicht mit der Pralinenschachtel. Aha. Interessant.
Ob ich ein zweites Schlafzimmer mache? Ja, stimmt. Gibt's nicht so ein kleines, so einen Schlafsack vielleicht? Nein, das soll kein zweites. Oh, die gruselige Clownsmaske, ja, die muss rein. Aber ist das nicht Halloween? Oh, das ist eine gute Idee. Das werde ich tun. Kann man das... Ein Heinzelmännchen. Ich habe... Wow. Ich habe Heinzelmännchen aber anders in Erinnerung. Kann man das aufhängen oder... Ach, das steht auch nur irgendwo so rum. Ja, dann wird das ein Halloween-Zimmer und das mit der Wiege gefällt mir, die Idee. Wo ist denn die Wiege? Badezimmer, Armaturen, elektrische Anschlüsse. Das muss doch irgendwo bei Möbeln oder so sein. Oder ich gebe das einfach mal hier ein. Nein, die ist das nicht. Möbel. Schlafzimmer. Ah, gut. Ach so, Kinder. Möbel, Kinder. Ah. Da bin ich doch falsch hier, oder? Schon wieder. Kinder. Oh ja. Was habe ich gerade gesehen? Das war doch schon eine besonders schöne. Dunkles Mimi. Mimi, Mimi. Mimi. Bett. Ja, das sieht so schon nicht besonders gut aus. Der Rahmen passt noch nicht ganz. Na, ein Kirschbaum wäre schon etwas Besonderes, ja. Ich kann mir nicht helfen. Manchen Leuten gefällt's. Die Familie will immer noch hier einziehen. Ja gut, ein Zimmer, das streichen sie einmal neu und dann ist das gut. Na gut. Na, habt ihr euch schon was ausgesucht, was ihr machen wollt? Das finde ich auch besonders unschön. So ein überfahrenes Zebra hier. Gibt's was zum Nachtisch? Das heißt anders. Nachtfisch? Na, so ähnlich. Ah, das Ding ist hässlich. Finde ich. Ah, wo ist das Graue? Graue Eiche. Ja, perfekt. Aber das ist fast schon wieder zu schön. Kirschbaum haben wir schon. Dann passen die wieder zusammen. Das darf ja nicht so schön sein. Nehmen wir Sapeli.
Und Tama, du würdest neben dem Schlafzimmer gern auch noch ein Bad machen? Ja, kein Problem. Bis jetzt hat sich noch niemand angemeldet. Wer möchte, kann ruhig den hässlichsten Raum erschaffen, den er möchte. Ach so, du würdest gerne das Bad noch machen und alte Gewohnheiten aufleben lassen. Sehr gerne. Ich bin gespannt. Also hübsch findest du diesen Nachttisch auch nicht? Ja, ich frage mich, was das soll hier mit so einem Nachttisch. Vielleicht in einem Hotel oder so? So eine Art Bar? Ja, wenn es offen ist, dann geht's ja eigentlich. Aber wir lassen das mal. Was brauchen wir denn noch für Möbel? Ah, Lichter brauchen wir. Oh, da weiß ich auch schon. Also so ein Häschen, das ist doch eigentlich ganz schön. Das passt doch immer rein. Ach so, ja schön, aber es soll ja eben nicht schön werden. Na, das ist doch auch nicht so schön. Also, es soll ja schon, oder? Man soll es ja schon verkaufen können, aber es soll halt mega kitschig oder wie aussehen. Hab ich das hier falsch verstanden? Ja, wie das hier geht, so. Einen Lichtschalter haben wir auch schon mal gefunden. Einfach nur hässlich, schreibst du. Okay. Das kriegen wir doch bestimmt hin. Ist das eine Deckenleuchte hier? Ich glaube, nein. Aber das wäre sowieso zu schön für eine Deckenleuchte. Für ein solches Zimmer hier. Okay, Tama, ob kitschig, hässlich oder altbacken oder so kunterbunt, wie das da, das ist alles hässlich. Okay. Ja, schauen wir mal. Ah ja, wir kommen der Sache schon näher. Okay, gleich habe ich's. Aber das sind Tischlampen hier. Naja, wenn man die kombiniert mit anderen hässlichen Dingen, dann sieht es schon wieder fast schön aus. Okay, Planänderung. Ich wollte eigentlich so eine Cyberpunk-Lampe nehmen. Aber irgendwie würden die dann schon wieder zu der Tapete oder so passen. Das ist doch super. Das, ja, das ist doch, ja, besser geht's doch gar nicht. Besser kann man es doch gar nicht haben. Wunderschön, passt perfekt in diesen Raum. Schwupp, und wir haben Licht. Ist das nicht schön? Ha, ich fange mit jedem Streit an, der behauptet, das sei nicht schön. Wunderschön, oder? Ja gut, da fehlt aber noch ein bisschen was. Also für die Wände, 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 Boden und Decke. Ist das hier Gold? Nee. Das war beige.
Ich glaube nicht. Nein, Tama. Nein. Nein, sag doch das nicht. Du schreibst, du glaubst, dass bei dem Wettstreit um das hässlichste Zimmer gewinne ich schon bereits? Ach so, ist das mit Abstimmung nachher, okay. Ja, es muss ja jetzt kein Wettbewerb sein. Hauptsache, wir machen irgendwas schön Hässliches. Ach, Fenster können wir auch noch austauschen. Mhm. Aber ich kam gerade auf eine gute andere Idee. Jetzt haben wir schon eine Lampe drin und dann ja, gucken wir noch bei den Wänden mal. Paneele, Wandfliesen, Zierleisten. Juhu. Was haben wir denn da alles? Ah, da ist doch schon mal was. Okay. Gut, ich wollte schon immer was mit Zierleisten machen hier. Da kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was ist denn das hier? Wo ist Buche? Gibt's nicht. Nur in Fichte. Ja, dann Fichte. Was ist denn das hier? Oh, keine Ahnung. Ach doch, das ist... Aber warum ist denn das sowas? Das sind diese Leisten, die man auch unten hat. Also zum Abschluss an der Wand. Ich weiß, was das ist. Sowas ist das. Aha, nein, eigentlich nicht, sagst du. Also keine Abstimmung unbedingt. Aber wenn wir es machen, wenn wir abstimmen würden, dann wäre das hier jetzt schon das hässlichste Zimmer. Dabei bin ich noch gar nicht fertig. Passt nicht so gut hier rein, hä? Ja, und wie kriege ich dann die anderen voll? Das sind 1 Meter, da müsste es doch auch 50 Zentimeter oder so geben davon. Ah, 25 Zentimeter. Was waren das jetzt gerade? Was habe ich denn gerade genommen? Fichte? Oh, irgendwie passt das ja gar nicht. Egal, das muss nicht passen, das muss nur ganz besonders hässlich sein. Ja, aber das... Aber so doch nicht. Komisch, ich dachte, das würde oben dann passen, irgendwie. Da müssen wir uns dann irgendwas anderes noch einfallen lassen. So geht das ja nicht. Das sieht ja voll... nicht schön aus. Tama, du glaubst, ich muss das etwas umlegen? Ja, ich guck gleich mal. Was ist das denn? Schöner Vorhang schon mal. Das sieht doch schön aus. Nein, es ist zu groß.
Das könnte passen. Oh nein, da ist jetzt diese... die Leiste oben im Weg. Warum passt es nicht? Das rechts hier die Leiste im Weg oder das ist im Allgemeinen zu groß? Das ist wahrscheinlich im Allgemeinen zu groß, oder? Zu wenig Platz, um diesen Gegenstand hier zu platzieren. Passt auch nicht, schade. Oh, hier passt ja gar nichts rein. Ah, ich habe schon eine Idee, was wir als Vorhang nehmen hier. Ja, die werden alle nicht passen, denke ich. Da ist keine schöne Farbe dabei. Passt das jetzt doch? Nein. Ja. Welche Farben haben wir denn hier? Oh, auch keine schönen Farben dabei. Hier für diesen Raum. Geht nicht. Im Moment, sollte man das hier nicht montieren können jetzt? Irgendwie. Geht nicht? Warum geht nicht? Oh, das Fenster geht auch nicht mehr zu, ist vielleicht zu hässlich geworden. Bei manchen Fenstern sagst du, es ist blöd, da kann man die kaufen, aber nicht montieren. Oh. Oh, hoppla. Jetzt brauchen wir ein neues Fenster. Graue Eiche hatten wir ja auch schon. Okay, es wird laut. Oh, wir haben doch noch was davon. Ich muss hier mal das hier wegwerfen, weil ich sonst immer hier rübersteigen muss.
Oh, schade. Da komme ich auch gar nicht bis in die Ecke hier. Also das kann ich da gar nicht machen. Kinder brauchen kein Vitamin D, sagst du? Das ist kein Kinderzimmer. Oh, hier ist ja was runtergefallen. Okay, dann brauchen wir noch einen Vorhang oder irgendwas. So eine Treppe wäre aber auch nicht schlecht. Was habe ich an Vorhang, habe ich gerade gesagt. Wir brauchen noch was für die Fenster. Vorhänge. Aber das passt irgendwie alles nicht so richtig. Gehört wohl schon zum Schönheitsaspekt des Zimmers, sagst du, Tama, dass man da hinten nicht tapezieren kann? Passt auch nicht rein. Was können wir denn da machen? Ah, dann nehmen wir doch so eine. In Fichte. Passt auch nicht rein. Ja, was machen wir denn da jetzt falsch? Irgendwas sollte doch da reinpassen. Ein Vorhang davor vielleicht. Oh ja! Oh, leider passt er nicht. Ah, wir müssten das Fenster weiter nach links verschieben. Ja, genau. Dann bleibt das Fenster eben nackig, Tama, du sagst. Du sagst es. Also ist ja klar, dass das jetzt hier nicht passt. Ja, das ist doch wahrscheinlich eher für draußen. Nein. Nein, 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 nein. Das ist ja unpraktisch. Ach. Ja, dann bleibt's eben nackig. Ja, schade, dass die Leisten hier nicht so richtig passen. Na, ich will das schön haben. Ich will nicht, dass das so nicht passt. Kann das nicht passen? Aber wir kaschieren das mit irgendwas. Okay. Ja, prima. Das geht doch schon.
So. Das ist doch schön. Noch irgendwas? Also wir haben Regale drin. Ah ja, genau, ein paar Lampen mehr. Oh, mal sehen, was gibt es denn hier Schönes? Okay. Verzichten wir mal darauf und bei Möbeln geben wir mal ein Valentino. Oh, schade. Anlässe. Wie kommen wir zu Anlässe? Ach, hier ist Anlässe. Oh, cool. Oh, da gibt's aber nicht viel. Die Karte hier. Hatte ich jetzt mir anders vorgestellt. Ich dachte, es gibt da noch mehr. Auf Valentinstag technisch so ein Schokobrunnen. Oder das küssende WC ist ja auch gut, aber... Ja, das hattest du ja schon gesagt, dass das schon mal genommen wurde, Tama. Aber ein WC neben dem Bett, das hat doch was. Wow, das ist schick. Ja, aber da bräuchten wir auch den Anschluss dafür und ach. Nee. Jetzt klaut er mir meine Ideen. Nein. Nein, keine Sorge. Das mache ich nicht. Vielleicht so einen schönen Fernseher noch rein. Ja, aber dann brauchen wir einen schönen Schrank dafür, wenigstens. Ah, das ist toll. Genau. Wenn es das noch so in der richtigen Farbe gibt. Oh ja, so. Was war das gerade? Weißes Holz? Graues, kühles Holz. Die Familie ist immer noch begeistert davon. Ohne Antenne? Nein, eine Antenne muss sein, sonst sieht man ja nichts. Ich könnte ewig so weitermachen. Ich bereue das schon, dass ich so einen kleinen Raum gewählt habe. Ich dachte, ich mache nur so ein bisschen was, aber jetzt habe ich richtig Spaß dran gefunden auf einmal. Aber man kann auch was Schönes machen. So im Stil der 60er, 70er, das wäre auch ziemlich schrill wahrscheinlich. Ja, da möchte ich dich nicht ausbremsen, Tama. Ich beeile mich schon. Du schreibst, du hast sehr gute Ideen. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich hoffe, ich kann dann auch schnell gut nach deinen Anweisungen das dann alles finden. Ich habe lange Leitung manchmal und... Na, so langsam. Nein, da wird ja wohl niemand schwächeln. Ich habe da noch eine Flasche Sinalco. Da ist auch ein bisschen Nikotin drin. Nee, Koffein. Das andere mit I. Das ist super.
Ja. Na, weiß es mir nicht verrückt genug. Irgendwie sieht das alles so schön aus. Das ist gut. Ein Sofa auch hier rein. Du freust dich schon darauf, wenn du das Schlaf- und Badezimmer machst, Tama. Sehr viele Ideen. Du sagst, ich schaffe das bestimmt. Du gibst dir auch Mühe, das möglichst unkompliziert zu erklären. Okay, danke. Weisheiten von Richie Pier, 2023. In Sinalco ist auch etwas Nikotin drin, ja. Ich meine das andere Zeug, von dem man wach bleibt. Codein? Nein! Nein! Heißt das außerdem. So, oh, wo waren wir denn gerade? Fenster haben wir, Glaswände brauchen wir nicht, Leitern und Gerüste brauchen wir nicht, Pools. Ja, nee. Also wenn hier noch ein Pool reinpasst, nein, bitte kein Pool. Treppen auch nicht, Türen auch nicht, Türen vielleicht. Na, tatsächlich. Da könnte man auch noch nach draußen gehen. Ja, aber das ist zu eng hier. Da passt ja jetzt schon. Wie soll man sich denn da wohlfühlen? Oh, genau. Das muss sein. Ja, das ist für mich jetzt. Also, nee. Hehehe. Kichererbsen. Ein Göffel dazu? Doch, was es da alles gibt. Ich habe ja noch nie so genau hier nachgeguckt. Messer und Gabel. So schön. Warum eine Rolle Toilettenpapier auf dem Fernseher ist, das ist die große Frage. Kostet aber nur 23 Cent. Können wir die Stiefel auch einzeln kaufen? Aber wahrscheinlich nur im Doppelpack. In Gelb hätte ich das gerne. Ja, immer in der Farbe, die es gerade nicht gibt. Okay, dann reicht's jetzt aber damit auch. Ich habe gerade noch was gesagt. Wir bräuchten noch ein Sofa oder sowas hier drin, oder? Dekorationen? Ach, richtig, so ein Teppich. Ach, haben wir schon, haben wir schon. Ein paar Blümchen. Oh, das ist eine besonders hässliche Uhr. Ja, super, die nehmen wir. In ganz klein. Uhr Vampira. Ja, okay, aus der Sicht betrachtet ist sie wieder schön. Aha, Pflanzen. Peperomien. Schön scharf.
Das wird immer schöner. Oh ja. So einen schönen Teller. Aber ich wollte einen richtigen Teller für den Tisch. Ja, den gibt's nicht. Ein Becher, so zum als Bierglas. Bester Vater-Trophäe. Gibt's nur die beste. Das ist aber total sexistisch, oder? Beste Vater-Trophäen gibt es, aber beste Mutter-Trophäe nicht. Na, bei der Mutter weiß man das doch. Die braucht keine Trophäe. Das weiß man so. Zubehör, Küche, da finde ich Teller. Ach so. Oh, gibt es so etwas wie einen Flechtball hier? Das ist auch eine besonders hässliche Vase, so wie sie da steht. Zubehör. Küche. Ach, es gibt hier Kuchen und so. Ja, natürlich, Weihnachtskuchen und so. Gebäck. Ach, hier ist ja auch eine Gabel. Ja, zu spät, jetzt haben wir das Messer schon. Untersetzer mit bunten Tannenbäumen. Das ist mir irgendwie zu bunt. Das ganze Zimmer, wie soll das hier aussehen? Oh, ein kleiner Teller Kringel. Gibt's da noch was? Ja, genau, den Weihnachtsmann. Ui. Na, das sieht ja nur ein Weiß aus. Ja, das ist gut. Flechtbälle gibt's leider gar nicht, sagst du? Fändst du auch super, Tama? Oh, so ein Make-up-Schwamm? Umbra? Ja, sowas muss man noch haben. Das ist doch total wichtig. Gut, dass ich das noch gesehen habe hier. Sieht aus wie ein Osterei. Farben, um so ein bisschen zu pinseln. Dann brauchen wir aber auch so eine Leinwand. Nein, das ist Lidschattenpalette. Das ist zum Anmalen des Gesichtes. Ach, so kunterbunt? Sieht aus wie ein Wasserfarbkasten mit Spiegel. Wofür ist da der Spiegel? Ich glaube, das gibt's auch in ganz teuer, oder? So, diese Schminkkästen. Und wenn das Kind damit spielt, weil es denkt, das sind Wasserfarben, oh, Backe. Da muss man besser wegmachen. Das Kind kann ja auch denken, dass das... Oh, das ist ja auch schön. Oh, mit Glitzer, jetzt echt. Das Kind kann ja auch denken, dass es irgendwelche Bonbons sind und das dann essen. Ja, aber das geht doch nicht hier mit dem Lippenstift. Was soll denn, für wen soll denn der Raum sein hier? Beim Essen der Lippenstift? Ja, damit man sich beim Essen schön die Lippen machen kann. Damit das schön aussieht beim Essen. Und Shampoo. Gibt's so... Naja, was braucht man, um sich abzuschminken? Terpentin? Nee, was nimmt man dafür?
Damen-Shampoo. Warum Herren-Fußgel? Nee, Duschgel. Ach so. Ja, das ist ja nicht lustig. Für Kinder was? Oh. Oh. Ach, hätte ich das gewusst, dann wäre ich schon fertig. So was Schönes gibt es. Wie groß ist denn das? Ich sehe gar keine Änderung hier. Mit Schleifchen. Oh, das passt noch rein. Das passt noch rein. Wir können nur die Tür dann nicht mehr benutzen. Oh, jetzt will ich das. Ich will das. Wir müssen das ja mal eben woanders hinstellen, ganz kurz. Ah, das passt doch wunderbar hier hin. Ast rein. Das muss ich unbedingt haben. Aber dann sieht das wirklich aus wie ein Kinderzimmer. Nein, das habe ich... Wieso Kinderzimmer? Das habe ich auch bei mir zu Hause. Also, wenn es das gäbe. Wenn ich dürfte, würde ich das auch bei mir in der Wohnung aufstellen. Ich finde das voll cool. Ein Wigwam, oder wie nennt man das? Tipi-Zelt. Ja, genau sowas. Die Farbe stimmt auch. Oh, und so... Ja, das wird zu sehr Kinderzimmer. Das darf nicht mehr. Aber das Schaukelpferd noch. Nein. Es reicht jetzt. Und was ist hiermit? Der Puppenwagen? Das ist auch für Kinder. Ach. Wie? Ein Quickwam, sagst du? So heißt es. Bei Wasserfarben heißt das dann, dass man sich damit in der Dusche anmalen kann. Ach so, wegen Wasser. Ja, die malen auf Wasser, die Farben. Genau, Tama. Auch in Pink? Alles in Pink. Ach so, der Lippenstift. Ja, ich war gerade überrascht, dass es sowas überhaupt gibt. So, dann brauchen wir noch ein schönes... Körbchen. So ein Quatsch. Nur weil ich das jetzt gerade gesehen habe. So, dann brauchen wir ganz entschlossen. So, genau, das habe ich gesucht. Jetzt brauchen wir noch ein schönes Körbchen. In. Ja, was nehmen wir denn da? Ja, dieses hässliche Holz. Oh, das ist aber groß. Nee, das will ich nicht. Nein, da passt ja nichts mehr rein. Das ist Quatsch. Ich dachte, das wäre Kleider. Wir haben es gleich. Ein Farbwähler. Also die, muss ich gestehen, die habe ich auch in meiner Wohnung. Also diese nicht, aber ich habe Hochspannung, Lebensgefahr. Keine Ahnung, woher ich das habe. Ich glaube, das war im Theater mal abgespielt und dann durfte ich das mitnehmen. Und Rauchen verboten habe ich mir gekauft. Und Notausgang freihalten habe ich mir auch gekauft. So ein Streber, oder? Not kaufen, die kauft man nicht, die Schilder. Die macht man doch, die besorgt man sich doch anders irgendwie. Ja, aber ich habe sie gekauft. Was ist denn ein Densitometer? Was macht man denn damit? Das ist ganz schön teuer. Ach, das ist so ein Ding, um ich weiß schon. Um die Haare aus der Nase zu entfernen, oder? Für 608? Ja, das entfernt die für immer wahrscheinlich. Nee, das ist wahrscheinlich irgendwas fürs Aquarium oder so. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn ein Densitometer? Weiß das jemand? Braucht man so etwas? Wie groß ist denn das? Ah ja, ich dachte mir das schon. Vielleicht ist es so eine Art Lasergewehr oder so. Densitometer, da steht es. Fetz, Densitometer. Ganz schön teuer. Na gut. Okay, eins noch. Zwei Schilder. Hehehehe.
ist das fies. Genau, Tama, die Schelle leiht man sich dann aus dem Krankenhaus, aus der Polizeistation. Da hat man aber allerhöchsten Respekt verdient. Und aus der Schule, natürlich, ohne zu fragen. Ja, genau, Tama. Etwas fehlt. Ah ja, genau. Das ist ja ganz wichtig. Pflege. Zahnpflege ist ganz, ganz wichtig. Okay. Ja, das muss auf diese Seite da. Ja, aber dann sieht man ja nicht mehr, was im Fernsehen kommt. Das kommt hier hin. Oh Mann, warum habe ich so ein kleines Zimmer genommen? Das kleinste, glaube ich, überhaupt hier habe ich genommen. Ach so, einen Mülleimer brauchen wir. Oh, und das hier ist doch ganz wichtig. Klebezettel. Ja, die nehmen wir aber schon in den Standardfarben. Aber das sind aber keine schönen Farben. Ich habe aber schönere Klebezettel bei mir. Die Post-its, die sind aber, die erkennt man auch sofort als solche. Das hier ist ja bemitleidenswert. Das ist ja keine, das sind ja nicht mal, sind das überhaupt Farben? Kann man dazu noch Farbe sagen? Ja, Pastellrosa. Ja. Och, da gefällt mir jetzt die Farbe wirklich nicht. Also, das muss knalliger. Das geht doch so nicht. Ja, nee, auch noch nicht so ganz. Naja, wir kommen der Sache näher. Aber so langsam, das sieht immer mehr aus wie ein Kinderzimmer. Wir müssen aufhören jetzt. Das habe ich schon vor einer halben Stunde gesagt. Wir müssen aufhören. Und dann sehe ich immer wieder was Neues und dann kommt das auch noch rein. Ach so, jetzt verstehe ich das, Tama, wie du das geschrieben hast. Ich muss auch richtig lesen, was du schreibst. Also du hast geschrieben, wenn ich eine hübsche Frau zu mir einlade, dann wird es zum Quick Wam. Das Quick Wam. Jetzt habe ich vergessen, wie das heißt. Nichts mehr kaufen jetzt, das reicht. Ja, aber eine Sache noch. Da wollte ich sowieso mal gucken, wie das wirkt. So ein Sauna... Oh, das ist aber jetzt wirklich Quatsch. Das sieht ja auch keiner. Ach was, und das andere ist alles in Ordnung? Ja. Das ist alles gut, aber irgendwas fehlt. Ein Mülleimer. Ach, das reicht jetzt wirklich. Ah, ja, genau, doch ein Gemälde. Unten sind die kleinen Bilder, ja? Oh, Moment. Ja, das muss sein. Jennifer Bennett in Audrey Chabot in Die Muse von Michael Bennett. So läuft es also. Noch schöne Bilder. Ach, ja.
Das ist schön. Okay. Und kann ich so lassen? Ja, es sind Türen drin, Fenster, also es ist ein Raum. Ist ein bisschen klein für die ganzen Sachen, die hier rumstehen. Ach so, danke, Tama. Also zu meiner Frage von vorhin, ein Desitometer ist ein Messgerät für Dichten von Tonwerten, sodass die Tonwertwiedergabe auf dem Film exakt beurteilt werden kann. Och was. Densitometer zeigen den gemessenen Tonwert als logarithmische Zahl an. Diese Zahl ergibt den Grad der Dichte an. Was es nicht alles gibt, habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht. Und ich mache sowas ja eigentlich. Filmschnitt und so. Musik, Filmschnitt, Ton. Aber das kannte ich nicht. Das ist vielleicht ganz neu. Oh, darf ich noch eins? Darf ich noch eins? Das hier. Oh, perfekt. Passt ja sogar rein. Na, Veronika Fay drängelt sich da nach vorne. Sie hat ein Bild gesehen. Oh, das muss ich kaufen. Egal wie das aussieht, das Haus, aber da ist ein Bild drin, das muss ich haben. Prima. Ja, ich bin fertig. Also, ich sage mal, das war's. Tama. Ach, das ist das? Ich dachte, das wäre... Oh, jetzt ist zu spät. Ich dachte, das wäre eine Hügellandschaft mit grünem Gras. Was für Augen ich habe, oder? Ja, ja. Jetzt, das zählt jetzt nicht. Das kann man jetzt nicht einfach behaupten. Das sieht man doch sofort, was das ist. Ich dachte, das wäre ein Auto. Hier sind so... Da ist das Cockpit und dann fährt es in diese Richtung und da ist die Motorhaube so. Aber was das hier ist, wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre ein Seitenspiegel. Naja, jetzt erkenne ich, das ist eine Hand, oder? Super, dann machen wir das Badezimmer. Schlägst du vor, Tama? Ja, gerne. Wie du möchtest. Aber du sagst mir den Raum, wo wir das Bad hin tun. Okay. Pass auf, geh mal zur Eingangstür. Ist schon geschehen. Darf ich auch schneller? Darf ich rennen? Oh, wir hatten das wieder zugemacht. So, die Eingangstür. Ist das die Eingangstür hier? Ja, oder? Ja, ich denke schon.